Among Us ist gerade ein mega beliebtes Spiel für Android, iOS und Windows. Da viele neue Spieler nach einer guten deutschsprachigen Erklärung suchen, haben wir dieses kompakte Video gemacht. Für fortgeschrittene Spieler kommt als nächstes ein Among Us Tipps und Tricks Video. Abonnier also den Kanal, wenn du neu hier bist und das nicht verpassen möchtest. Among Us ist ein Multiplayer-Spiel, wo du zusammen mit deinen Freunden oder anderen Online-Spielern in einer Weltraumumgebung entweder die Rolle eines Crewmates oder die Rolle eines Imposters einnimmst. Als Crewmate musst du alle Aufgaben erfüllen oder alle Imposters identifizieren. Als Imposter, also als Betrüger, musst du unauffällig, ohne identifiziert zu werden, die Crewmitglieder eliminieren und Dinge auf der Map sabotieren. Die meisten Spieler in jeder Runde sind Crewmates und wie viele Imposters es gibt, wird vorher vom Admin festgelegt. Du kannst entweder lokal, wenn alle Spieler im gleichen WLAN sind, oder online ein Spiel starten. Hier kannst du als Host ein Spiel erstellen oder bei Public kannst du einem öffentlichen Game mit Spielern aus der ganzen Welt beitreten oder bei Private kannst du eine Runde nur mit deinen Freunden starten. Du musst dann einfach den Code eingeben, den der Host im Warteraum sieht und wo er auch das Spiel als nicht öffentlich festlegen kann. Es gibt aktuell 3 verschiedene Maps und du kannst einstellen, wie viele Spieler und Imposters dabei sein sollen. Nach dem Betreten bzw. Erstellen eines Spiels versammeln sich die Spieler zunächst in der Starterlobby. Am Computer kann das Erscheinungsbild der Spielfigur angepasst werden, wobei natürlich jede Farbe in jeder Runde nur einmal vorkommen darf. Und der Admin kann die Spieleinstellungen noch verändern und das Spiel starten, sobald genügend Spieler in der Lobby sind. Jeder Spieler bekommt dann zufällig entweder die Rolle eines Crewmates oder die Rolle eines Imposters zugeteilt, sodass dann quasi 2 Teams gegeneinander spielen. Als Crewmate gewinnst du das Spiel entweder indem du alle Tasks erfüllst oder alle Imposters identifizierst. Du kannst immer oben rechts deine persönliche Map öffnen und dich so besser durch das Raumschiff navigieren und zum Beispiel sehen, wo es Tasks zu erledigen gibt. Diese Tasks sind kleine Minispiele, die aus Wartungsarbeiten auf dem Raumschiff bestehen. Der Fortschritt bei den Tasks von deinem Crewmate-Team wird dir immer oben links angezeigt. Neben dem Erfüllen der Tasks musst du immer aufmerksam die anderen Spieler beobachten und nach Hinweisen Ausschau halten, um einen Imposter ausfindig zu machen. Ein Imposter versucht unauffällig Crewmates zu töten und Dinge auf der Karte zu sabotieren. Um einen Imposter zu identifizieren, kannst du zum Beispiel die Karte im Admin-Raum nutzen, wo du siehst, wo die anderen Spieler sind. Oder im Security-Raum gibt es Kameras, wo man eventuell Beweise sehen kann. Wenn ein Crewmate eine Leiche findet, dann kann er auf Report klicken, woraufhin ein Gruppenmeeting einberufen wird. Das Spiel wird dadurch unterbrochen und alle Spieler können im Chat oder wenn sie extern einen Voice-Chat wie zum Beispiel Discord verwenden, diskutieren, wer der Imposter ist. Es können Auffälligkeiten und Verdachtsfälle ausgetauscht werden, wobei aber auch der tatsächliche Imposter Lügen verbreiten kann. Anhand des Megaphone-Icons siehst du, wer das Meeting einberufen hat, was auch von Imposters gemacht werden kann. Alle Spieler können dann beim Voting sich für einen Spieler entscheiden, der ausgeschlossen werden soll. Wer die Mehrheit der Stimmen bekommt, wird ausgeschlossen. Für Crewmates sollte das möglichst der Imposter sein. Wenn es nicht der Imposter war, bzw. es noch weitere Imposters im Spiel gibt, dann wird das Game fortgesetzt. Solche Gruppenmeetings können neben dem Leichenreport auch durch Drücken des Emergency-Buttons, der meist in der Mitte der Map ist, einberufen werden. Solche Emergency-Meetings gehen aber nur, wenn keine Sabotage aktiv ist. Wenn ein Imposter über seine Map etwas sabotiert, dann werden entweder alle Lichter ausgeschaltet, Türen zu bestimmten Räumen geschlossen, die Aufgabe ausgeblendet oder es beginnt ein Countdown mit einem roten Blinklicht auf der Karte. Crewmates müssen dann innerhalb dieses Countdowns die Sabotage reparieren, sonst sterben sie und der Imposter gewinnt. Stirbt ein Crewmate, kann er sich noch auf der Karte als Geist frei bewegen und eingeschränkt im Spiel angreifen. Er ist für alle lebenden Crewmates unsichtbar, kann aber sein Team unterstützen, indem er ihre Aufgaben erledigt. Kommen wir nun genauer zu der Rolle des Imposters. Als Imposter musst du Crewmates ausschalten. Einen Kill kannst du ab einer bestimmten Nähe zu einem Crewmate ausführen, was dir durch eine rote Umrandung beim Gegner angezeigt wird. Zuschlagen sollst du natürlich nur im Verborgenen, sodass die Crewmates deine Imposter-Rolle nicht so leicht aufdecken können. Nach jedem Kill hat der Button eine Cooldown-Dauer. Als Imposter gewinnst du, wenn du so viele Crewmates eliminierst, dass die Anzahl der Imposters gleich der Anzahl der Crewmates ist oder wenn ein Sabotage-Countdown abläuft, ohne dass die Crewmates es schaffen, rechtzeitig einzugreifen.
Dieses Sabotage-Feature kannst du über deine Map aktivieren und clever einsetzen. Auch um Verwirrung zu erzeugen oder dir anderweitig Vorteile im Spiel zu verschaffen. Zum Beispiel, um unbemerkt einen Crewmate auszuschalten. Du kannst immer nur eine Sache sabotieren und nach jeder Sabotage gibt es eine Cooldown-Dauer für das Feature. Als Imposter kannst du außerdem das Erledigen von Tasks faken, um dich unverdächtig zu machen. Oder du kannst die Lüftungsschächte auf der Karte nutzen, um schnell von einem Raum in einen anderen zu springen. So kannst du zum Beispiel von einem Mord flüchten, um unerkannt zu bleiben. Wenn es mehr als einen Imposter gibt, dann erkennst du die anderen Imposters im Spiel, denn der Name ist dann auch wie bei dir rot. Die Geister von Imposters können Crewmates nicht mehr eliminieren, aber immer noch Sabotage betreiben. Um ein guter Spieler bei Among Us zu sein, gibt es viele Strategien, Tipps und Tricks. Deshalb kommt als nächstes ein Video dazu. Abonnieren und Glocke aktivieren lohnt sich also.